Also, was wichtig ist, man sollte nicht schüchtern sein. Man arbeitet nie ganz allein. Es sind immer Kollegen da, auf die wir uns verlassen können und die sich auf uns verlassen. Zum Beispiel die Lokführer. Sie folgen unseren Anweisungen, die wir ihnen über die Signale geben. Hätte ich keinen Zugsverkehrsleiter, hätte ich meinen Zug auch keinen Meter bewegen. Er stellt mir meine Fahrstrasse, er schaut für mich voraus. Ich komme mit 160 raus. Was weiß ich, was 4 Kilometer voraus ist? Er weiß es. Mit diesem Programm kontrollieren wir, dass sich keine Züge kreuzen. Auf dieser einspurigen Strecke hier dürfen nie zwei Züge gleichzeitig fahren. Bei den vielen Zügen, die unterwegs sind, kann es schon einmal Probleme geben. Die lösen wir so, dass die Passagiere möglichst wenig davon spüren, damit sie ihre Fahrt genießen und entspannt ankommen können. Auch mit dem Rangierpersonal sind wir in Kontakt. Die tragen ja im Allgemeinen Orange. Und wir sagen ihnen, wie sie die Waggons von einem Gleis auf das andere verschieben sollen. Also das hier ist jetzt das Programm, mit dem wir direkt den Zugverkehr steuern. Wenn die Wagen zum Beispiel nur in diesem Bahnhof umgestellt werden, ist es von hier aus viel einfacher, weil wir direkten Zugriff auf alle Weichen und alle Signale haben. Darum sind wir eigentlich wie Partner und verlassen uns auf den einen, oder? Yann, vos prochaines correspondances ICN à destination de Neuchâtel. Yverdon, Lausanne, voie 4. Es hat so viele Züge und so viele Passagiere. In einem Zug befinden sich bis zu 1200 Personen. Da tragen wir eine große Verantwortung für die Sicherheit der Passagiere. Schlussendlich ist es wie bei jeder Arbeit. Man muss wissen, was man macht. Der Zug muss ein absolut sicheres Transportmittel sein. Darum gibt es Systeme, die überprüfen, dass man keine Dummheiten macht.